Heute ist es soweit. Es ist Freitag und Pyramus ist allein zu Hause, während er immer nervöser wird. Weil in wenigen Minuten sein erstes Treffen mit der schönen Thisbe beginnen soll, möchte er natürlich gut vorbereitet sein. Hat zum ersten Mal seit 3 Monaten geduscht, seine Kleidung gewechselt und ist schon sehr überschwänglich. Okay, für die Verabredung mit Thisbe habe ich mich schon mal vorbereitet. Und zwar, habe ich mich nach 3 Monaten erstmal wieder geduscht. Dann habe ich Abendbrot gegessen. Und die Waffe, die mein Vater hier vergessen hat, erstmal eingesteckt. Damit ich mich selbst richten kann, wenn ich von Thisbe enttäuscht werde. Um 7 ist es dann soweit. Und Pyramus macht sich im Dunkel der Nacht auf den Weg zum geheimen Treffpunkt. Als Pyramus am vereinbarten Punkt ankommt, muss er feststellen, dass Thisbe noch nicht da ist, obwohl er selbst schon verspätet dort angekommen ist. Er wird zunehmend unruhiger und hat Angst, dass etwas passiert sein kann. Ja, wir wollten uns eigentlich um 7:15 treffen, doch jetzt haben wir es nach meiner Uhr schon 7:18. Und so langsam mache ich mir Sorgen, dass sie nicht kommt. Als Thisbe dann auch um 7:18 nicht beim Treffpunkt erscheint, wird Pyramus mit einem Mal alles klar. Völlig unbeeinflusst vom RTL-Kamerateam hat er eine dunkle Vorahnung, die ihn nicht mehr loslässt. Da heute Freitag ist, ist der junge Liebende sich gewiss, dass Thisbe der frühzeitige Tod ereilt hat, indem sie auf der Packung einer Milchschnitte ausgerutscht ist. Dies sieht er völlig rational in der Tatsache begründet, dass seine Mutter jeden Freitag den Putzdienst im Treppenhaus zu übernehmen verpflichtet ist. Plötzlich unverständlich in fremden barockschen Zungen redend, macht er RTL seine Gedanken klar. Eine Nacht wird zwei Liebende zugrunde richten. Von diesen war jene eines langen Lebens würdig. Ich aber bin schuldig. Ich habe dich, du Arme, vernichtet, der ich befohlen habe, dass du an diesen Ort voll der Furcht in der Nacht kommen sollst und nicht rechtzeitig gekommen bin, um dich zu retten. Zerreißt meinen Leib und frisst mit wildem Biss die verbrecherischen Eingeweide. O, die ihr auch immer unter diesen Felsen wohnt, ihr Milchschnittenverpackung. Aber es ist Zeichen eines Ängstlichen, den Tod nur zu wünschen. Im Übrigen möchte ich RTL für alles, was ich jetzt tue, in Haftbarkeit absprechen, da das, was ich vorhabe, aus freien Stücken ohne den Einfluss des Kamerateams geschieht. Der Sender RTL ist dazu konzipiert, intelligente und ansprechende Formate für jedermann zu machen und ist meiner Meinung nach der beste Sender Deutschlands und nicht diese öffentlich-rechtlichen. Die sind Mit diesen Worten verabschiedet sich Pyramus von der Welt. Als etwa 20 Sekunden später Thisbe aus der Dunkelheit der Nacht herbeiläuft, ist sie sichtlich schockiert. Ja, ich habe eigentlich nur den Anfang von Alles, was zählt, zu Ende geguckt, wollte den Anfang sehen und bin dann etwas später losgegangen. Ja, dass Pyramus sich dann gleich umbringt, das kann ich ja nicht ahnen. Getrieben von ihrer Trauer greift auch sie vollkommen ohne Beeinflussung von unserem Kamerateam plötzlich zur Waffe und erschießt sich und fällt in die Arme Pyramus. Ein Monat später. In ganz Bottrop kennt man nun das Unglück der zwei Liebenden, die durch den Hass ihrer Familien erst den Tod Vollendung finden konnten. Als Zeugnis für das, was einst an diesem Ort passierte, steht an ihrer Unfallstelle lediglich eine Kerze im Wind. Die Körper der beiden Liebenden jedoch wurden gemeinsam verbrannt und in eine Urne gefüllt, die heute den Hausflur des Mehrfamilienhauses schmückt. Sie soll ein Mahnmal dafür sein, den Putzdienst so ernst wie möglich zu nehmen, als dass ein Fall wie der von Pyramus und Thisbe sich nie wieder wiederholen wird.